Среди невысоких гор и лугов затерялось ничем не примечательное селение Циммервальд. Сюда в сентябре 1915 года нелегально собрались 38 делегатов из 11 стран. Wir wollten fragen, ob wir den Ort sehen können, wo sie übernachtet haben. Die Konferenz hat einfach hier oben stattgefunden, aber die Gesellschaft oder die Bevölkerung, für die hat das null Bedeutung gehabt. Es ist einfach hier oben passiert und wir haben keinen Bezug dazu, weil wir nicht Teil von dieser Geschichte waren. In der Sowjetunion entstand eine bislang unbekannte Begeisterung für die kleine bernische Gemeinde. Die Auseinandersetzung mit ihr gehörte zur Grundausbildung. Und jedes sowjetische Kind kannte den Namen Zimmerwald. Wieso ist das Gebäude abgerissen worden? In dieser unerträglichen Lage haben wir uns zusammengefunden, um die Arbeiterklasse zum Kampfe für den Frieden aufzurufen. Ein Dorf hat keine Geschichte. Seine täglichen Ereignisse sind nur Wellenschläge des Daseins. Und auch die Menschen haben im Grunde immer dieselben Gesichter. Was heißt eigentlich das Zitat für euch? Was bedeutet es?